Stimmt Ihre Aufstellung? Jetzt Ihre Finanzen checken. deutschebank.de/finanzcheck. Der SC Freiburg ist nicht ganz so gut aus den Startblöcken nach dem Restart gekommen. Nur ein Punkt aus zwei Spielen, wobei der Zähler in Leipzig natürlich ein Erfolg war. Doch die 0:1 Heimpleite gegen den SV Werder Bremen am vergangenen Samstag war ein Dämpfer für den Tabellensiebten. Trainerfuchs Christian Streich variiert meistens zwischen zwei Systemen, dem klassischen 4-4-2, welches die offensive Variante ist, oder dem 5-4-1, welches durch die beiden starken Flügelspieler Jonathan Schmid und Christian Günther sehr konterstark daherkommt. Stärken hat Freiburg im Verteidigen des Zentrums und im Umschaltspiel. Wenn die Breisgauer aber das Spiel selbst machen müssen, haben sie stellenweise Probleme, was Niederlagen gegen Paderborn, Düsseldorf, Köln und Bremen zeigen. Robin Koch hat sich in Freiburg zum Nationalmannschaftsverteidiger entwickelt. Der 1,92 Meter große Innenverteidiger hat Gardemaß und ist mit fast 60% gewonnenen Zweikämpfen Bester seines Teams. Aber Koch kommt nicht nur über die Härte, er kümmert sich als zentrales Glied in der Abwehrkette um den Spielaufbau. Auch hier ist er mit 90% Passquote der Beste seiner Mannschaft. Die Bilanz gegen den SC Freiburg sieht ordentlich aus. Von den letzten 5 Vergleichen verloren die Adlerträger nur eines, das Hinspiel der aktuellen Saison mit 0:1. Die letzten beiden Heimspiele gegen Freiburg endeten 1:1 und 3:1 für uns. Also einfach anknüpfen, Adlerträger.